Ja, da nimmt man eine Janni Beam, also eine kleine 800 Watt Brenner oder sowas, also so eine weiche Fluterlampe und filtert die stark orange und vielleicht auch noch auf den Dimmer, dass man auch die Intensität steuern kann. Und den Flackereffekt machen wir mit einer Stange, einer Latte, Dachlatte, an die eine Fläche Schleiernessel getackert wird. Und dieser Schleiernessel wird in ungefähr doppelfingerbreite Bahnen geschnitten, die unten nicht zusammenhängen, sondern die frei sich bewegen können. Und das kommt vor die Lampe und ein Beleuchter muss dann immer diese Stange hin und her bewegen. Und dann bewegen sich diese Flackergeschichten vor der Lichtquelle und das gibt einen sehr realistischen Flackereffekt. Um nicht einen Flickergenerator zu nehmen, das gibt es ja auch, also ein elektronisch steuerbares Gerät, was die Intensität und auch die Flammenhöhe und alles simulieren kann, aber das ist die klassische Methode, die wunderbar funktioniert.